Wie funktioniert das Sehen? Um etwas zu sehen, ist eine Lichtquelle nötig. Ohne Licht ist alles schwarz. Licht gibt kleine Partikel ab, die man Photonen nennt. Sie werden in alle Richtungen abgestoßen und können das Auge erreichen. Die Gewebe des Auges, die die Photonen durchdringen, müssen für ein gutes Sehvermögen klar, das heißt transparent, sein. Zunächst die Hornhaut, die äußere, vordere Schicht. Dann die kristalline Linse, hinter der Pupille. Und im Weiteren der Glaskörper, in der Mitte des Augapfels. Erst dann erreichen die Photonen die Netzhaut, quasi die fotografische Platte oder den Film des Auges. An der retinalen Pigmentschicht bleiben sie hängen und werden zu Nervenimpulsen umgewandelt. Diese Impulse werden zum Sehnerven geschickt und dann über die Sehnervenbahnen bis zum Sehzentrum im Okzipitalhirn geleitet. Erst hier entsteht das Bild, mit dem wir die Welt um uns herum erkennen.